Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar hier am 18. Mai, Mittwoch. Und wir wollen ja zur Wochenmitte, nicht Wochenmittag, gleich mal den Euro gegenüber dem US-Dollar in liebe Schau nehmen, der ja hier ja, seit seinem gescheiterten Ausbruchsversuch hier von Anfang Mai wieder sichtlich zurückkommt. Und wir müssen das Bild wieder aufrollen. Es deutete sich Anfang Mai hier eine Stärke an. Wir hatten hier wirklich Preise, die gingen hier eben in Richtung 1,16, also knapp in Richtung der Hochs aus dem August letzten Jahres. Und wir haben wieder eine Umkehrkerze erzeugt und in der letzten Woche schon schwach den Verlauf bestätigt. Und jetzt deutet sich eben hier, und da haben wir auch gerade direkt mal den großen Chart hier mit am Start, wieder mal ein Rücklauf in Richtung 1,1155 an. Also das ist durchaus ein nächstes gangbares Ziel, aufgrund der Konstellation, die wir hier sehen, im Kontext dessen, dass hier der Widerstandsbereich 1,14, 1,1450 abermals nicht überwunden werden konnte. Das ist ein Prozess, der zieht sich jetzt hin. Man muss zugeben, der Druckaufbau ja, nimmt weiter zu. Man hätte schon mutmaßen können oder auch die Annahme dessen, dass wir ja in der letzten Aprilwoche hier mit diesem starken Momentum und dann eben den Ausbruch hier in den Mai nach oben hier schon den Drive eines Ausbruchs hätten sehen können. Aber Sie sehen hier, kam es wieder direkt zu einer Umkehr. Und solange dieses Level 1,14, 1,1450 nicht nachhaltig überwunden wird, insbesondere, da weise ich nochmal darauf hin, ein Wochenschlusspreis über 1,15 wäre, mit Verlaub, als taktisches mittelfristiges Kaufsignal anzusehen. Dies ist wieder mal nicht geschehen. Preis entwickelt sich rückläufig. Jetzt haben wir hier, Sie sehen diese Zone, klar gab es hier kleine Spikes, aber um 1,1155, hier die Tiefs 1,12, also hier steht. Auch da haben wir auch auf Wochenbasis den EMA 20. Hier ist zumindest eine Zone, wo ich denke, Euro-US-Dollar dürfte sich da fangen. Das Bild hier im Tagesschart, ähnliche Situation. Wir haben ja, wie gesagt, die Schwäche dann seit Anfang Mai hier durchgezogen. Kurzfristiger Abwärtstrend. Wenn wir den nicht überwinden, dann bleibt die Lage hier weiter bärisch, blauer Pfeil. Und das ist eigentlich auch das präferierte Szenario meinerseits, dass der Euro eigentlich noch stärker gehen kann. Hier auch immer die Korrelation schwacher Aktienmärkte, starker Euro. Jetzt haben wir zuletzt auch wieder Schwäche gesehen an den Aktienmärkten und Euro macht das hier nicht direkt mit. Also hier die Korrelation auch ein Stück aufgeweicht. Das heißt, hier muss man wirklich flexibel sein. Letztlich hier nahe Tagestiefs Euro-US-Dollar hier heute 55 Pips gefallen. In der Regel aufgrund der fallenden Volatilität während der letzten Zeit hat der Euro-US-Dollar auch ohnehin nur eine Range von 65 Pips. Also rein statistisch haben wir heute hier nichts Großes mehr zu erwarten. Sie sehen, die Kerze ist im Vergleich zu den anderen Kerzen schon relativ groß. Klar kann es hier noch ein Stück weit nach unten gehen, aber eigentlich ist da jetzt die durchschnittliche Range-Luft raus. Soll nicht heißen, dass es hier Overrange-Tage gibt. Also es kann ruhig, jetzt kommen wir gerade noch mal schön mit Druck nach unten rein. News haben wir heute aus der Eurozone erst 11 Uhr wieder. Ansonsten hier heute Abend mal auf das Protokoll der Notenbank-Sitzung achten. Das wird nochmal ein Event, wenn es einer wird. Letztlich hier die Situation aber Euro-US-Dollar auf jeden Fall unter Druck. Und kurzfristig haben wir hier die Tiefs vom April, diese Zone, ich zeige es mal hier im Tageschart flugs ein, das wäre hier ein erster Haltestopp, da haben wir auch so einen Aufwärtstrend hier zu finden, wobei schräge Trendlinien da eben mit schräger Natur behaftet sind, da muss man ein Stück weit vorsichtig sein, aber zumindest läuft hier so ein Netz an Trendlinien entlang mit den letzten Tiefs hier vom April, sieht das mal ganz gut aus, aber aufgrund der Schwäche hat sich hier auf jeden Fall erstmal das Bild ein Stück weit eingetrübt. Und selbst wenn wir jetzt hier hergehen und sozusagen stabilisieren, vielleicht einen kleinen Pullback sehen, ich denke, die 1,1150 ist jetzt erstmal wieder ein Thema. Das muss man ganz klar so sehen. Euro-US-Dollar, wie gesagt, mit dem gescheiterten Ausbruchsversuch abermals hier in keiner komfortablen Situation. Das ist de facto so. Da kann man auch nichts schönreden. Da muss man definitiv die Lage so bewerten, wie sie ist. Und ja, jetzt haben wieder die Bären hier wohl das Heftpflaster in der Hand. Wir haben rein statistisch, das will ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, hier erstmal die Saisonalität, die gibt uns auch nicht viel Aufschluss. Auch das haben wir uns schon mal angeguckt. Können wir direkt nochmal 20 Tage drauflegen und sozusagen nochmal einen Monat weitergehen in den Juli hinein. Das ist hier wildes Seitwärtsoszillieren. Das bestätigt sozusagen von der Saisonalität jetzt hier nicht zwingend einen dynamischen Ausbruch. Also hier keine Information vom Wochentag her. Natürlich relativ statistische Auswertung heute und eben mit dem weiteren Wochenverlauf eher eine bessere Tendenz als zu Wochenbeginn, insbesondere der gestrige Tag. Der kam auch schwach rein, da hat sich die Statistik wieder bestätigt. Hier mit 41% positiver Schlusspreise definitiv der schwächste Wochentag. Zum Ende hin könnte man jetzt hier Besserungen erwarten, aber
Aber aufgrund der technischen Situation erlaube ich mir auch direkt mal hier den Fall fortzusetzen, rechts verlängern. Sie sehen, das könnte hier jetzt durchaus der Weg der Wege sein. Also Euro, US-Dollar definitiv hier im Zugzwang. Gehen wir kurz nochmal in den Stundenchart. Da wird die Unterstützung, die ich hier auch im Tageschart schon eingezeichnet habe, um 1,1250, hier diese grüne Zone 1,1245, 1,1250, wird hier nochmal deutlich. Und das können wir auch direkt hier so mal in den Chart bringen. Und da sind wir ja jetzt unmittelbar dran. Also dieser Bereich hier durchaus, gerade auch vor dem Hintergrund der Daily Range, hier als Reaktionspotenzial zu sehen. Ja, wir haben auch das gestrige Tagestief durchschritten. Hier sehen Sie auch den Support Level 3 von dem klassischen Pivotpunkt ausgehend. Also sieht mir hier schon so aus, dass wir jetzt kurzfristig auch einen schönen technischen Gegenimpuls sehen könnten. Wenn er so hoch kommt, dann wäre bei 1,13 eine Short-Einladung gegeben unter technischen Gesichtspunkten. Aber dann denke ich, sollte es in Richtung 1,1150 weiter nach unten gehen. So mal die kurzfristige Einschätzung zum Euro-US-Dollar. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle, und das kann ich natürlich noch mal sagen, einen erfolgreichen Handelstag. Geben Sie Obacht. Euro-US-Dollar, wie gesagt, mit der Volatilität ein Stück weit zurückhaltend. Wenn wir jetzt einen schönen Gegen-Move sehen, dann bietet sich hier bei 1,13 durchaus ein Short-Engagement an, um eben auf die nächste Abwärtswelle zu setzen. Hier kurzfristig betrachtet über 1,1350 wären hingegen die Bullen wieder im Vorteil. So dann. Viel Erfolg. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag beim JFD-Devisenradar wieder. Da schauen wir uns auch noch ein ganzes Universum an anderen Währungspaaren an. Und insofern sage ich bis dahin beste Grüße. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.